Herzlich willkommen zu Bild Live am Mittag. Es ist 12 Uhr und das sind unter anderem unsere Themen heute. Neues Video im Fall Maddie. Hier scherzt Christian B. in seinem Camper. Und mehr als 80 Versammlungen, die ersten Demos in Berlin. Außerdem Studie bestätigt, die Sonne stärkt uns gegen Corona. Ja, es ist ein Video, bei dem es einem eiskalt den Rücken runterläuft. Es zeigt Christian B. wenige Wochen vor dem Verschwinden der kleinen Maddie scherzend mit Touristen in einem Camper. Er lacht, er scherzt, er ist gut drauf. Ein neu aufgetauchtes Video von Christian B. sorgt für Entsetzen. Wie gesagt, 24. Aufgenommen nur wenige Wochen vor dem Verschwinden von Maddie McCann im Mai 2007. 250. 250 haben wir. Bis Almeria müssten es 200 anzeigen. So. Der Tatverdächtige im Fall Maddie, Christian B., ist in seinem VW-Wohnmobil zu sehen. Er fährt drei Urlauber von Portugal in Richtung Spanien. Einer der Urlauber entdeckte erst jetzt, dass der Mann, der ihn vor 13 Jahren im Wohnmobil mitgenommen hat, der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens von Madeleine McCann ist. Der Urlauber in der Daily Mail? Die Vorstellung, dass das kleine Mädchen einen Monat später im selben Wohnmobil weggebracht worden sein könnte, macht mich krank. Das Video wurde am 30. März 2007 gedreht. Für die Urlauber schien Christian B. ein gewöhnlicher junger Mann zu sein. Er sei fröhlich gewesen, habe viel gescherzt und sich gefreut, sie in seinem Wohnmobil mitzunehmen. Christian B. hatte 2005, rund eineinhalb Jahre vor dem Verschwinden Maddies, in Praia da Luz eine damals 72-jährige Amerikanerin vergewaltigt und ausgeraubt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision liegt beim Bundesgerichtshof. Er sitzt derzeit in Kiel eine Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels ab. Als Maddie in Praia da Luz an der Algarve verschwand, war Christian B. 30 Jahre alt. Er hielt sich zwischen 1995 und 2007 regelmäßig in der Region auf. Ja, und über dieses schockierende Video spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Völkerling. Jörg, was weiß man über dieses Video? Woher kommt es überhaupt? Das Video wurde von drei sächsischen Urlaubern der Daily Mail in Großbritannien zugespielt. Es entstand, wie im Beitrag zu hören war, am 30. März 2007, also gerade mal sechs Wochen, bevor Maddie verschwand. Die Urlauber waren damals im Rahmen einer Art Wettbewerb, einer Challenge eines Radiosenders in Portugal unterwegs. Ihre Aufgabe war es, einen Anhänger mit der Aufschrift "Der Trip deines Lebens" von Portugal nach Sachsen zu transportieren und dafür nur 10 Euro am Tag auszugeben, indem sie von anderen Van-Fahrern mitgenommen, angehängt werden. Und auf diesem Weg, Christian Brückner erfuhr offenbar von dieser Challenge durch einen Freund und er war auf dem Weg von Praia da Luz nach Malaga, wo er sie dann am 30. März aufgenommen hat. Und dann auf einer 3-Stunden-Fahrt nach Almeria entstand dieses Video, bei dem man ihn scherzend und lachend und recht jugendlich sieht. Inwiefern kann dieses Video denn wichtig bei den Ermittlungen sein? Zum einen sehen wir jetzt zum ersten Mal Christian Brückner, damals 30, wie er aussah zur Tatzeit. Das kann natürlich für potenzielle Zeugen ein Umstand sein, der ihn jetzt einfach näher bringt, wen sie damals in Praia da Luz beim Ocean Club gesehen haben. Vielleicht erinnert sich jetzt einer konkreter. Zum anderen sehen wir, dass Christian Brückner diesen VW-Transporter schon viel früher als vom BKA angenommen in seinem Besitz hatte. Das BKA ging bisher von April, Mai 2007 aus. Es ging davon aus, dass er in diesem Transporter auch gelebt habe. Und in seinem Fahndungsaufruf von Anfang Juni war die Rede davon, dass es Hinweise gebe, dass er diesen Transporter auch zum Leichenabtransport von Maddie benutzt habe. Und all diese Fakten und auch diese jugendliche Art, die er da zeigt, wie leicht es ihm vielleicht auch war, auf Menschen zuzugehen. Und das könnte jetzt neue Zeugen einfach dazu bringen, sich zu melden. Die Touristen, die dieses Video aufgenommen haben, wurden ja bereits 2019 schon von der Polizei in Sachsen befragt. Wie lange wird hier denn inoffiziell schon ermittelt? Ja, wir hatten Anfang Juni dieses Jahres ja auch schon gehört, dass sein Mitbewohner in Augsburg, wo er ein anderes Fahrzeug, das für die Tat relevant ist, ein Jaguar abgestellt hatte, dass der auch schon im vergangenen Jahr
vom BKA befragt worden ist. Inoffiziell laufen seit 2013 sogar schon die Ermittlungen gegen Christian Brückner. Damals gab es auch eine Polizeipanne in Niedersachsen. Es wurde also eine Zeugenladung an Christian Brückner, der damals wieder in Deutschland lebte, geschickt mit der Betreffzeile Madeleine McCann, Vermisstensache. So war er also damals schon vorgewandt. Und es gab auch Zeugenaussagen vom Abend des Verschwindens von Maddie, wonach ein Mann, der so aussah wie Christian Brückner, dort gesehen worden war. Das versagte aber. Christian Brückner konnte dann wieder 2007 im Sommer nach Deutschland zurückkehren. Und was besonders brisant ist, Ende Mai 2007 findet sich in den Ermittlungsakten auch ein Hinweis, wonach jemand, ein Mädchen, auf das die Beschreibung von Madeleine passte, aus einem Transporter, im VW-Transporter in Begleitung eines Mannes in Spanien gesehen habe. Das zeigt einfach, das passt einfach auch dazu, dass Christian Brückner, wie wir auf dem Video sehen, sehr viel gependelt ist, auch zwischen Portugal und Spanien und Deutschland. Jörg Völkerling, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Berlin wird an diesem Samstag zur Protesthauptstadt. Rund 80 Demos sind angemeldet, rund 20.000 Menschen werden erwartet. Es ist eine lange Liste, gegen was da alles demonstriert wird. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Das Ende der Pandemie, Tag der Freiheit, heißt eine Demonstration. Omas gegen rechts, der Fahrradkorso, alle Macht den Echsenmenschen. NATO abschaffen, staatenlos Mahnwache vor dem Reichstag und Werte unserer Verfassung, wo sind sie geblieben? So heißen einige der Versammlungen. Es wird also unter anderem gegen die Corona-Einschränkungen, aber auch gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Wir haben uns in der Hauptstadt umgesehen. Ich möchte jetzt mit meinem Kollegen Peter Wilke sprechen. Er ist in Berlin vor Ort. Peter, wie ist dort momentan die Situation? Ja, die Situation hier ist momentan noch relativ übersichtlich, aber es kommen immer mehr Menschen hier in die Nähe des Brandenburger Tors. Wir stehen hier unter den Linden mitten in Berlin bei der Demonstration des Bündnisses von Corona-Leugnern und Corona-Kritikern, also Kritikern der Corona-Maßnahmen, Querdenken 711 aus Stuttgart. Die haben dazu aufgerufen zu diesem Protest hier und marschieren jetzt quer durch die Stadt in einem großen Bogen, um dann schlussendlich an der Straße des 17. Juni ganz in der Nähe des Reichstags zu enden und rufen halt hier dazu auf, die Corona-Maßnahmen zu beenden. Wie der Protest schon heißt, sie rufen das Ende der Pandemie aus, was aber im Hinsicht darauf, dass die Infektionszahlen mit Corona immer mehr steigen, deutschlandweit, auch hier in Berlin, das wirkt vielleicht dazu sehr absurd. Ja, Peter, wir sehen auch bei dir im Hintergrund, es sieht nicht so aus, als würden hier Abstände gewahrt werden oder Masken getragen werden. Wie haben denn die Behörden das Ganze im Griff und kümmern sich da um die Sicherheit der Menschen? Ja, es ist bisher noch ein relativ überschauliches Auftreten der Polizei hier. Es sind insgesamt 1500 Kräfte heute über ganz Berlin bei allen Demos im Einsatz. Die Polizei sperrt hier nur die Wege ab für die Demonstranten, damit sie ohne Verkehrsbehinderung durch die Stadt laufen können. Ansonsten ist es aber alles noch ruhig, friedlich und kein besonders massives Konzert. Wir haben eben ja die Namen der Demos, die alle angemeldet sind, einmal aufgelistet. Vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben. Wer versammelt sich denn heute alles in der Hauptstadt und worum geht es? Ja, also zu dieser Demonstration hier gegen die Corona-Maßnahmen sind Menschen aus ganz Deutschland, sogar international, aus der Schweiz, aus Österreich haben wir Menschen gesehen, hergekommen. Die wurden mit Bussen hier hingefahren und versammeln sich bis ganz hinten ans Brandenburger Tor. Und ansonsten, der größte andere Protest wird eben der Gegenprotest gegen diese Corona-Leugner hier. In diesem Protest versammeln sich Leute aus verschiedensten Richtungen, Verschwörungstheoretiker, die einen auch von der Corona-Lüge sprechen. Aber wir haben auch mehrere Menschen mit Reichsfahnen, also Nationalisten, Rechtsextremisten gesehen, Impfgegner. Also das ist hier ein bunter Mix. Ansonsten haben wir schon gehört, wird heute auch viel gegen Rassismus mit den Omas gegen Rechts und anderen Demonstrationen protestiert. Die finden aber nicht hier statt, sondern mehr im anderen Teil der Stadt, Richtung Alexanderplatz, weiter weg. Die Demos heute in der Hauptstadt, wir behalten sie weiter im Blick. Peter, vielen herzlichen Dank an dich. Party statt Pandemie, ja, das ist in vielen Großstädten, besonders am Wochenende, das Motto. Die Feiernden halten keine Abstände, tragen oft keine Masken. Erste Konsequenzen folgten. Wir haben uns mal umgeschaut, wie lief der Freitagabend in Köln und in Hamburg ab. Party trotz Corona.
Immer wieder und zunehmend oft bei schönem Sommerwetter, wie es scheint. Zum Beispiel in Köln, Aachener See am Freitagabend. Abstände einhalten oder gar Maske tragen. Für viele hier offenkundig Nebensache. Und das trotz steigender Zahlen an Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen. Die Spitze bilden Herne, Bottrop und Duisburg mit jeweils rund 20 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern. Aber auch in Solingen und im Kreis Mettmann gehen die Zahlen wieder nach oben. Was soll's, scheinen die Feiernden auch in Düsseldorf zu denken. Gedränge und Partystimmung in der Altstadt. Polizei und Ordnungsamt sind zwar präsent, greifen aber nur punktuell ein. Insgesamt scheint die schiere Masse der Feiernden die Behörden zu überfordern. Und man will wohl vermeiden, dass die Stimmung kippt, so wie in Stuttgart oder Frankfurt in den vergangenen Wochen. Anders die Situation in Hamburg. Die Bezirksämter von Eimsbüttel, Hamburg-Mitte und Altona haben den Außerhausverkauf von Alkohol Ende der Woche eingeschränkt. Von 20 Uhr bis 6 Uhr herrscht Ebbe an der Partyfront, zumindest außerhalb von Gaststätten. Die Polizei kontrollierte das gestern Abend auf dem Kiez mit 75 Beamten. Ob das ausreicht, bleibt abzuwarten, hat doch das Wochenende gerade erst angefangen. Ja, es ist in vielen Teilen Deutschlands das heißeste Wochenende des Jahres. Bis zu 36 Grad werden erwartet. Millionen Menschen drängt es nach draußen, an die Schwimmbäder, an die Strände, in den eigenen Garten. Alles ist voll. Und trotz der Einschränkungen gibt es gute Nachrichten, denn laut einer israelischen Studie hilft uns die Sonne gegen Corona zu kämpfen. Ja, verantwortlich dafür ist das Vitamin D. Und was das mit unserem Körper macht, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Thomas Assmann. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Dr. Assmann, ja, was macht denn die Sonne oder das Vitamin D mit unserem Körper und wie kann uns das gegen Corona helfen? Erstmal schöne Grüße nach Berlin. Bei uns hier im Rheinland regnet es schon. Also ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Sonnenschein. Die Sonne, haben Sie recht, ist wichtig, deswegen, weil Vitamin D gebildet wird. Vitamin D soll nicht nur für den Knochenaufbau gut sein, sondern auch eine positive psychische Wirkung haben. Aber nicht zu vergessen ist auch das sogenannte Serotonin, was da aufgebaut wird. Serotonin ist so Anführungszeichen Glückshormon, dass wir uns dann besser fühlen. Und wie gesagt, der kleine Nachteil natürlich, das Melatonin, das ist das Schlafhormon, wird eher abgebaut. Das bedeutet, wir sind fitter, leider aber natürlich auch für die Nacht und damit auch für die Partys. Und inwiefern kann uns das jetzt helfen, schwere Verläufe von Corona zu verhindern? Also man muss natürlich so sagen, dass die Sonne direkt natürlich nichts auf die Verläufe ausüben kann. Aber natürlich, wenn wir eine gute Kondition haben, wenn wir eine gute psychische Stabilität haben, ist es auf alle Fälle schon besser, als wenn wir mit einer schlechten Konstitution, wenn wir mit depressiven Seiten in eine Krankheitswelle reinlaufen oder in eine Krankheit. Also wie gesagt, da hilft die Sonne uns indirekt mit, macht das Vitamin indirekt. Ja. Vitamin D, was ist das überhaupt? Wie bekomme ich das? Nicht nur durch die Sonne, kann ich das auch essen? Haben wir alle davon genug? Und was kann ich tun, um da meinen Haushalt zu verbessern? Na, dann verabschieden Sie sich schon mal von der veganen Ernährung. Also Vitamin D können Sie meistens über Fischprodukte aufnehmen. Lebertran war ein ganz bekannter Extrakt. Wir müssen so sehen, normalerweise bauen wir selber Vitamin D auf, aber dafür brauchen wir die Sonne. Aber Sonne etwa nur 20 bis 40 Minuten pro Tag, also Sonnenschein. Das reicht raus, wenn wir nach draußen gehen und dann uns etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde aufhalten dort. Aber man muss ganz klar sagen, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, wir müssen auch sehen, am Nordkap gibt es ja auch 6 Monate Dunkelheit. Da muss man sich durch andere Sachen helfen, da Vitamin D, wie gesagt, Fischprodukte oder auch zum Beispiel Leber und so weiter. Also weniger für die vegane Ernährung, eher für die Fleischkosternährung geeignet. Ja, in den Teilen Deutschlands, wo es noch nicht regnet, sondern wo es noch schön warm ist, drängt es die Menschen ja an die Badeseen. Ist das aus Ihrer Sicht unbedenklich, dort quasi wie die Sardinen zu liegen? Sie hören mich schon ein bisschen stöhnen. Also wenn ich die Bilder sehe, da kriege ich irgendwie Panik und Plack. Das geht einfach nicht mehr so. Ich glaube, die Leute haben nicht gesehen, was in den USA passiert. Ja, dort haben die auch gefeiert, Spring Break und so weiter, in Florida. Ich kann das alles super nachvollziehen. Ja, auch mir macht es Spaß, an der Sonne zu sein, am Strand zu liegen, mit Freunden und so weiter.
Alles klar. Aber jetzt ist eben die Zeit dafür, Abstand zu halten und Maske. Und Abstand auch am Strand, auch wenn es blöd vielleicht ist. Weil sonst laufen wir echt in die Gefahr, dass wir sind schon bei der zweiten Welle, dass diese zweite Welle über uns hinüberschwappt und dann praktisch uns erschlägt. Schauen wir uns die Zahlen in den USA an, die Bilder in Brasilien, gerade auch Sachen wie aus Florida oder Kalifornien an den Stränden oder aber auch auf Mallorca, was da an den Stränden lief oder auch an den Barcelona. Wollen wir es wirklich riskieren, dass wir jetzt in die zweite volle Welle reinlaufen mit Lockdowns und so weiter? Und da hilft es nicht. Und da muss auch klar die Politik Kante zeigen und dann auch Dinge sperren und auch aufs Gehsperren vor allem machen und vor allem auch durchsetzen, konsequent. Weil sonst setzt sich der Virus konsequent durch. Ja, und da hilft dann auch keine Sonne und kein Vitamin D mehr. Herr Dr. Aßmann, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen schöne Zeit noch nach Berlin. Danke. Vielen Dank. Ja, und wer jetzt aus dem Urlaub zurückkehrt, ab heute gilt der sogenannte Spahn-Plan. Das heißt, es gibt kostenlose Corona-Tests für alle Urlauber. Die Tests erfolgen innerhalb von 72 Stunden beim zuständigen Gesundheitsamt oder durch einen niedergelassenen Arzt. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Zwei Luxuskarossen krachen ineinander und die Fahrer geraten auch noch aneinander. Es geht um Bayern-Star Jerome Boateng. Er hat sich und sein Auto ebenfalls mit einem Beauty-Dog angelegt. War das nicht andersrum, mein Freund? Ja. Wurde Jerome Boateng nach einem Autounfall rassistisch beleidigt? Der Bayern-Star soll dem Münchner Schönheitsarzt Dr. Ludger Meyer mit seiner roten Mercedes G-Klasse aufgefahren sein. Diese Bilder zeigen die beiden kurz nach dem Aufprall am 16. Juni. Nach dem Unfall gab es gegenseitige Beleidigungen und Anzeigen. Die Polizei München bestätigte den Vorfall und laufende Verfahren. Mach mal weiter. Ja. Nee, ich mache hier überhaupt nicht weiter. Ich fasse dich überhaupt nicht an. Vorwurf von Boateng, Dr. Meyer habe ihn als, Zitat, Neger beschimpft. Dr. Meyer bestreitet die Vorwürfe gegenüber Bild aufs Schärfste. Das alles sei eine Lüge. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Mit dem Bettlaken aus dem Knast abseilen und türmen, was klingt wie ein schlechter Film, ist jetzt wirklich passiert und ging schmerzhaft aus. Szenen wie aus einem Gangsterfilm. An aneinander geknoteten Bettlaken sind zwei Schwerverbrecher aus einem Gefängnis in Oklahoma in den USA ausgebrochen. Früh am Morgen zerbrachen sie ihr Zellenfenster im 12. Stock und machten sich auf den Weg nach unten. Auf Höhe des 4. Stocks verlor einer der Gefangenen den Halt und brach sich das Bein. Er wurde sofort wieder eingesperrt. Der andere, er sitzt unter anderem wegen Mordverdachts, konnte erst mal fliehen und wurde Stunden später wieder gefasst. Frauen sind die besseren Menschen. Ja, das sagt zumindest Mathieu Carrière und macht sich ein besonderes Geschenk zu seinem 70. Geburtstag. Sehen Sie hier. Mathieu Carrière zeigt sich zu seinem 70. Geburtstag als Frau. Ja, ich wäre lieber als Frau geboren worden. Und jetzt kann ich endlich meine bessere Hälfte sein. Carrière spielte in mehr als 250 Filmen an der Seite berühmter Frauen wie Romy Schneider, Brigitte Bardot und Isabelle Huppert. Ich habe mein Leben lang die Frauen für die besseren Menschen gehalten. Und selbst habe ich auch hier in Paris meinen größten Erfolg nach meinem Gefühl als Frau gehabt, als ich Anfang der 70er Jahre im Alcazar de Paris aufgetreten bin. Das war ein Transvestitenkabarett. Und ich glaube, der Clip, wo ich ein Zara Leander-Lied singe und dann Flickflack mache und mich dann ausziehe und in einen Mann verwandle, der ist dann immer eigentlich kurz nach Dinner for Two an jedem Silvesterabend im NDR gesendet worden. Ich glaube, 20 Jahre lang. Ich finde, Frauen sind die besseren Menschen, weil sie nicht so gewalttätig sind wie Männer. Weil sie mehr Empathie haben. Weil sie, weil sie auch zäher sind als Männer. Für Bild schlüpfte Carrière jetzt in Paris wieder in Frauenkleider, spazierte geschminkt und mit Perücke durch die Stadt. Frauenkleider anzuziehen ist für ihn mit Genuss verbunden. Weil ich mich damit als Frau fühle. Ich fühle mich einfach
Ich fühle mich manchmal auch als Mann wie eine Frau. Ja, sehr oft. Aber die äußeren Anzeichen, wie zum Beispiel Brüste, die haben wir heute nicht benutzt. Oder sich nicht rasieren zu müssen. Oder, ja, schöne lange Haare zu haben, das ist halt, finde ich, sehr angenehm. Der Schauspieler war mehrere Jahre verheiratet und hat zwei Töchter. Auch in Paris lebte er mehrere Jahre. Das war das erste schöne Foto. Danke für das. Es ist Reisezeit, aber keine Sorge, jetzt wollen wir mal nicht über Corona reden. Vielmehr möchte ich Ihnen zum Ende dieser Sendung diese schönen Bilder von Flughäfen in aller Welt zeigen. Manche werden in der Wartezeit zum Beispiel ganz erfinderisch, was die Sitz- oder was auch die Entspannungspositionen angeht. Andere nutzen zum Beispiel auch das Gepäckband, um sich auszuruhen. Auch das kann man machen. Babys kann man dort parken, wenn man mal kurz beide Hände frei braucht. Und manche gewinnen ganz am Ende durch eine Reise zum Beispiel die Erkenntnis, diese Liebe ist für immer. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanken. Alle aktuellen Infos finden Sie immer auf bild.de. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, um 18 Uhr. Bis dann.